Halb und wieder hängende Party. Ja. Nee, also ist auch ohne Album ist auch scheiße. So, jetzt haben wir so ein paar, die machen jetzt mal so. Ja. Aber oh yes! Oh yes! Komm! Oh yes, oh yes, komm, 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 komm. Woohoo! Oh, yo, yo. Der Eckball für die TuS wird präsentiert von der Kreditreform. Bist du noch mal? Komm mal! Danke. Ja! Noch mal! Das ist noch nicht gut. Kopf, Kopf. Ran, 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 ran. Ja! 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 Das rennt! Das rennt! Das rennt! Das rennt! Das rennt! Das rennt! Ja, Jungs, wir können auch Meister werden! Marco! Der neue Spielstand. TuS Koblenz. Neckar Elz. Cool. Danke. Bitte. Seit der Winterpause. Eins, eins, eins. Ist halt so. Ja. Bitte, bitte, bitte. Kannst du das Winner besser ändern? Dann wird's nicht. Spielminute Tor für die Gäste. Die Nummer 9, Uwe Bayersal. Seid ihr Amateure? Oh Mann! Mann! Uwe Fröhlich präsentiert die aktuelle Zuschauerzahl. Die TuS Koblenz bedankt sich. Ich wusste. Und das ist noch nicht mal, das ist noch nicht mal ehrlich. Ja. Ey, weil ihr alle Dauerkacken mitgezählt. Hundertprozentig. Die schon lange, die immer noch haben, sind schon lange nicht mehr drauf. Simon, du warst ja doppelt, hä? 87. Spielminute, Otto Bolz präsentiert den letzten Wechsel der TuS. Das Feld verlässt die Nummer 9, Marco Bocciola. Danke für deinen Einsatz.
Und wir begrüßen die neu auf dem Bierfeld. Die 18. Hier kommt Christian Lutz. Die 89. Spielminute. Wechsel bei den Gästen. Das Feld verlässt. Mit der 18. Hoffmann für ihn jetzt neu im Team. Die Nummer 16. Marius Klotz. Der Klotz. Holz Klotz. Ich hab das Spiel noch nie gesehen. Hat jemand gewonnen? Ja, vielleicht jetzt gerade, hä? Mehr Stimmung als hier, wa? Ist er. Ja, komm durch. Oh, Mann! Das geht doch gar nicht! Mann! Komm, five up. Ey, für einen Arsch. Das ist Elke. Das ist immer so. Das ist immer so. Das ist Elke. Das ist immer so. Und Ende. Da warten wir doch auf Simon, oder nicht? Der ist noch da hinten. Da hinten ist der noch. Da hinten ist der. Simon baut auch ab, ne? Ja. Stimmt. Letzte Heimspiel der laufenden Saison am Samstag, den 16. Mai, damit hier ein richtiger Gäste aus Hamburg. Schönen Restsonntag und tschüss, bis zum nächsten Mal.